Damage. Okay. Ach, in Spanien mit Pool und Garten, direkt am Meer. Ja, wenn du nichts machen musst und einen schönen Kellerraum hast, dann ist auch 30 Grad völlig in Ordnung. Wenn dann jetzt natürlich in einem Stahlbunker sitzt, mit Südwestseite bei fast 40 Grad und innen drin über 40 Grad. Ja, das kann man machen, das muss man aber nicht. Ich hoffe, dass der PC jetzt so durchhält, weil gerade eben bin ich noch nicht mal auf dem... Also gerade eben, ihr habt es ja mitgekriegt. Ich habe kurz vor 6 Uhr habe ich den Stream angemacht. Und dann habe ich nur noch Ruckeln drin gehabt. Das war ganz, ganz schrecklich. Und dann war es so, dass der... dann war, warte mal, wie war das? Genau, da habe ich den Rechner neu gestartet. Und in dem Moment, wo ich den neu gestartet hatte, ja, bin ich nicht mehr auf den Desktop gekommen. Weil das Ding überhitzt ist. Jetzt habe ich einen Ventilator genau in das Ding rein integriert quasi. Und jetzt gucken wir mal, ob das besser läuft. Wir müssten auch vielleicht mal wieder vom Staub befreien. Wäre auch eine coole Sache. Retro-Stream mit Train Fever. Und was war das andere noch? Und dem Skandinavien-DLC. Hm, Grüße aus Kreis Helmstedt. Aha, cool. Ein Retro-Stream. Nach dem könnte ich mir das durchaus vorstellen. Da müssen wir aber nochmal drüber reden. Da müssen wir mal in einem Talkstream mal drüber reden. Ich möchte auch bei Gelegenheit möchte ich mal wieder reine Talkstreams machen. Das wollte ich schon länger mal probieren, wo wir einfach mal da sitzen und quatschen können. Heute wäre der perfekte Moment gewesen, einen Talkstream zu machen, aber es warten ja auch unfassbar viele von euch auf Transport Fever und wollen da zugucken. Im Übrigen, ganz kurz noch angemerkt, in einer der nächsten Transport Fever Folgen sage ich am Eingang, das wisst jetzt allerdings nur ihr, sage ich am Anfang Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Und jetzt kommt's. Ihr könnt raten. Welches Spiel habe ich dann gesagt? Welches Spiel? Vicardi, grüß dich! Wie geht's dir eigentlich? Warm? Festas, grüß dich! Ja! Genau! City Skylines, habe ich gesagt. Hast du recht. Ich habe es dann auch in die Videobeschreibung drunter geschrieben, dass ich am Anfang City Skylines gesagt habe. Das liest bloß wieder keiner. Ja? Und dann geht's wieder in den Kommentaren ab. Ich bin gespannt wie ein Schnitzel drauf. Ich warte schon die ganze Zeit. Ich warte da ja schon die ganze Zeit drauf. Gucken wir mal. Aber die Idee mit dem Train Fever als Retro-Stream sozusagen, eine neue Train Fever-Staffel aufzumachen, finde ich auch irgendwie nett. Das finde ich auch eine schöne Idee. Gefällt mir. Irgendwie nett mit den Karren hier. Allgemein, irgendwas haben die an den Texturen verändert. Ich mag ja diese... Ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, wenn auch ältere Häuser in den neuen Stadtsettings erhalten bleiben würden. Das würde mich wahnsinnig freuen. Also wenn die quasi so unter Denkmalschutz gestellt werden würden, so ein ganzes Viertel oder sowas, und daneben dann Hightech-Wohnhäuser oder sowas entstehen. Ah, das wäre super. Cities in Motion, da habe ich mal vor Urzeiten, glaube ich, sogar ein Let's Play von gemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Zweck ist heiß. Bin momentan eher völlig verquer im Kopf. Das ist ein ganz großes Problem gerade.
56 steigen hier ein. Das ist unfassbar. Ja, mein Hirn mag bei den Temperaturen einfach nicht arbeiten. Stellt komplett den Betrieb ein. Wisst Bescheid. Redstone, nicht Zwergloot. Nicht Ausrufezeichen Zwergloot, sondern Ausrufezeichen Loots. Da können dir aber die Mods helfen zur Not. Falls es nicht klappt. Schaut dann so aus. Ja, Philipp, ich kenne das. Ich kenne die Unterschiede zwischen Train Fever und Transport Fever. Das mit dem Verwöhnen ist so eine Sache. Ich habe mir ja damals auch schon in Train Fever sehr viele Sachen gewünscht gehabt. Und ich glaube, der ein oder andere von den Entwicklern schaut ab und zu mal hier in diese Streams rein und guckt so mal. Und da ist es wirklich so gewesen, dass da auch viele Ideen rumgekommen sind. An der Stelle ganz herzliche Grüße an den lieben Basil. Ja. Ein ganz, ganz feiner Typ. Smart drin, danke. Zwergloot ist ein anderes Command, Redstone. Zwergloot ist ein anderes Command als Loots. Loots gibt's noch nicht. Oder gab's noch nicht in der Videobeschreibung. Das wird heute erst hinzugefügt. Wir testen das Ding heute erstmal. Und gucken mal, wo die Reise dann hingeht. Aber dieses Zwergloot ist so eine Art Mega-Giveaway. Und Loots ist jetzt diese Werbeanzeige, sozusagen, die ihr selber auslösen könnt. Weil ich, ganz ehrlich, meine Lieben, wie oft kam es vor, dass ihr in einem Stream eine Werbung gesehen habt, während der Stream läuft? Wahrscheinlich nie, wenn ihr nicht ins Browser irgendwie neu gestartet habt und YouTube deswegen gemeint hat, ihr müsst unbedingt jetzt eine sehen. Oder Twitch. Gut, bei Twitch weiß ich es nicht, da bin ich kein Partner. Will ich, oder ich könnte, aber ich will nicht. Das funktioniert so. Ich schalte keine Werbung in dem Stream. Ich könnte hier manuell auf ein Knöpfchen drücken und dann wird Werbung laufen. Mach ich nicht. Und deswegen ist das ein Kompromiss. Fertig. So sehe ich das. Ganz einfach. Kann man jetzt, wie gesagt, da kann man... Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin da ganz, ganz, ganz... ich bin da ganz offen für Diskussionen. Ganz ehrlich. So, jetzt gucken wir mal, 56 ist im Update, 7, 0 Monate, perfekt. Jetzt können wir 50 Leute pro Tour schicken, ganz kurzer Check, 90 gehen hier, 40 gehen hier, passt. Beide Züge, warum ist denn der noch nicht geupdatet worden? Ist der schon, ach, der ist schon auf halbem Weg zurück. Die Rita! Und, wie schaut's da aus? Der kommt nämlich. Das ist ganz knapp, was hier läuft. Tatsächlich. Das klappt. Respekt. Sau nice. Gefällt mir. Es läuft alles. Die Hütsche bringt mich um. Okay, pass auf. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, was können wir hier noch tun? Wo könnten wir noch reingrätschen? Also als allererstes. Eine Überlegung wäre... Eine Überlegung wäre...
Wir könnten eine Güterverbindung von hier machen. Nach Beilstein und nach Bad Rodach. Und von Bad Rodach nach Ladenburg. Und von Ladenburg könnte man tatsächlich nach Kerpen rüberfahren. Mit Gütern. Oh, ein Abteilwagen. Damit könnten wir dieses eine Güterwerk, könnten wir bis an die, ans bittere... Ja, die steigert sich immer noch. Geil. Die Geschwindigkeit einblenden. Du meinst das hier? Dass du das siehst, oder meinst du das hier? Dass man es unten rechts sieht, hier. Oh, ich fliege! Ich bremse mit meinem Körper. So. Okay, läuft ganz gut. So. Ich will hier noch mehr. Ich will hier irgendwie noch ein bisschen was. Ich würde gern Brötchen investieren. Wir haben hier was. Nach Minden. Wo gibt es hier die nächste Bröterich? Wo könnten wir hier Brot anbauen? Hier wäre ein Brotwerk. Das heißt, von hier nach Stavehagen. Dann könnten wir tatsächlich hier eine Runde fahren. Wenn wir Minden mit einer Straße hier anschließen würden, könnten wir da auch Brötchen liefern. Das möchte ich eigentlich fast schon probieren. Das klingt für mich nach einem verdammt geilen Plan. Zumindest um erstmal an mehr Geld zu kommen. So, machen wir hier einen hin. Denn Zwischenhalt ist hier. Ganz kurzer Check-up. Was ist da drin und wo ist das drin? Wir liefern Brötchen, also müssen wir uns an der Stadt links orientieren. Gucken wir mal schnell. Ja, da könnte man es eigentlich fast hier draußen bauen. Da kostet uns der Spaß weniger. Und der dritte ist hier oben. So. Dann hätten wir hier diesen Bereich. Dann könnten wir nach... Ja, machen wir erstmal das da und starten das an. Und hier kommt dann an den Rand von dieser Stadt, bauen wir einfach das Depot her. Das kostet da nicht viel. So, jetzt legen wir hier eine neue Linie auf. Von hier nach dort. Getreide. Minden. Nee, Quatsch. Stavenhagen. Stavenhagen. Gott. Und einmal von Stavenhagen zum Brötchen. Brot. Stavenhagen. So. Ja, lass mal das nochmal laufen. Das sind zwei Linien und dann lassen wir die erstmal eintakten und dann passt das schon. Hallihallo! Was hast du für eine Grafikkarte? Pingu, ich habe eine. Momentan habe ich eine GTX 1060 drin. Reicht völlig aus für eigentlich alle Anwendungen. Macht einen soliden Eindruck, funktioniert ewig. Kann mich da wirklich nicht beschweren. Also die macht einen echt super Job. Die ist preislich auch völlig im Rahmen. Also es gibt ja so völlig übertriebene TI-Grafikkarten, wo ich mir dann jedes Mal denke, da treibt sie jedem Bitcoin-Miner die Tränen in die Augen. Nee, es ist wirklich teilweise abartig, was Grafikkarten momentan immer noch kosten. Ich habe eigentlich gehofft, dass dieses ganze Bitcoin-Ding irgendwann mal in die ewigen Jagdgründe versetzt wird. Es lebt aber immer noch. Es würde mich ja nicht stören, wenn die nicht die Preise für die Grafikkarten einfach dermaßen hochziehen würden. So. Kommt gerade kühle Luft unten. Wir kriegen das hin, meine Lieben.
Und die Crash hat auf Loot noch Zwergenliebe hinterhergerufen. Supi! So, jetzt geht man dann nochmal auf die Getreide. Passt mir immer noch nicht ganz. Ich hätte gerne noch eins auf dem Brot. Komm, jetzt bring... Na, noch einen. Ja, jetzt gut. Passt mir. Das passt mir jetzt soweit. Lassen wir mal laufen. Das kostet jetzt ein bisschen Geld, aber wenn es läuft, dann brauchen wir da nicht mehr groß tätig werden. Gucken wir mal, wo die Reise hier hingeht. Ey, wir sind insgesamt, meine Lieben, wenn ich jetzt gerade alle zusammenzähle, sowohl Twitch als auch YouTube, sind wir 100 Leute. Ist doch episch. Ist das nicht geil? Warte. Respekt. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, Brötchen ist, in Brötchen zu investieren, ist eine saure Sache. Das ist sehr solide. Solide Zwergenarbeit. Wir könnten Minden als nächstes dann noch anschließen an das Brötchen und Witzenhausen auf jeden Fall auch noch. Und von Witzenhausen könnten wir halt direkt nach Kerpen Brötchen liefern und dann auch über Ladenburg nach Bad Rodach und von Bad Rodach nach Stadtbergen. Aber dann wird wahrscheinlich dieses Werk wird dann wahrscheinlich eher einbrechen. Oh, eine Frontenack. Könnten wir halt von Kerpen nach Ladenburg rüber segeln. Oder nach Stavehagen hoch. Beziehungsweise wir könnten hier sogar Überlandbusse machen, die dann hier an den Hafen gehen würden. Wow, holy moly. Ideen. Können wir mal probieren. Haben wir hier überall Schifffahrtdurchlauf bis hier hinten kommen? Hier die Brücken sind zu niedrig, deswegen bremsen die hier aus. Pass auf. Wir probieren das mal.